Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten, gleichzeitig neunten und gleichzeitig letzten Episode von Be Legendary, unserer kleinen Upgrade-Serie hier auf dem Kanal. Heute gehen wir ins Finale, das legendäre Team wird endgültig zusammengestellt und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir spielen heute natürlich auch mit dem legendären Team noch das letzte Abschlussspiel dieser Serie und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird und ob unser Team genauso zu überzeugen weiß, wie es überzeugen sollte. Ihr habt natürlich mal wieder Aufgabe in die Kommentare zu schreiben, welchen Spieler ihr gerne, bzw. welcher Spieler ihr gerne hättet und ich habe mich natürlich im Endeffekt für was entschieden. Ich denke mal, die Entscheidungen sind sehr gut ausgefallen. Jetzt ist aber die Frage natürlich, was machen wir nach dieser Serie? Ich habe ja meine kleine Division 1 Serie am Laufen, bzw. die Idee dahinter mit den Challenges. Allerdings ist das keine wirkliche Serienidee. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da irgendeine coole Idee habt und wenn ja, dann könnt ihr mir auch gerne bei Facebook eine private Nachricht schreiben, aber dann bitte direkt am Anfang Serienidee schreiben, damit ich weiß, dass ihr mir was vorschlagen möchtet. Würde ich mich selber freuen. Wir kommen jetzt zu den Upgrades für die heutige Episode und die fallen nochmal richtig, richtig cool aus. Wie schon gesagt, wir haben coole Lösungen dafür gefunden, wen wir da haben wollen. Und zwar als allererstes ja auf der rechten Mittelfeldposition natürlich für Lassina, Ibrahima Traoré, die legendäre rechte Mittelfeldspielerkarte. Jan Sommer, die Legende, der beste rechte Mittelfeldspieler der Welt. Für Opare haben wir Rafinha. Warum Rafinha? Ganz einfach, für mich ist das eine Legende. Der ist seit Ewigkeiten dabei, immer unterschätzt und einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Für Joshua Gilabogi im zentralen Mittelfeld haben wir Salif Sané, mein Lieblingsspieler. Und auf der 10 haben wir für Lars Stindl natürlich Thomas Müller, den für mich besten deutschen Spieler zur Zeit. Das Team gucken wir uns natürlich auch direkt gleich nochmal an. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr denkt, dass das Ganze nochmal verändert hätte werden sollen. Aber wir gucken uns jetzt trotzdem das Ganze einfach mal an. Und zwar, ja, sieht das eigentlich relativ passabel aus, wenn man sich das Ganze mal so überlegt. Und zwar haben wir im Tor natürlich unsere Nummer 1, Ron-Robert Zieler. Davor Kyrgiakos, Papadopoulos und Marcelo. Links Mico Albonos, rechts Rafinha. Auf der 6, Salif Sané. Im rechten Mittelfeld Jan Sommer. Links Philipp Kostic. Davor Thomas Müller, Pierre-Michel Lasogga und Niklas Bendtner. Das heißt, es fehlen nur noch Kyrgiakos, Papadopoulos und Philipp Kostic. Die beiden wollen wir jetzt im letzten Spiel irgendwie noch ersetzen. Und da springen wir jetzt direkt mal rein in diese Partie. Und der Gegner sah an sich gar nicht mal so stark aus. Er hatte zwar im Premier League Team, aber nicht mit voller Chemie. Auf der rechten Seite Nena Tomovic ohne Chemie und auch Cameron in der Innenverteidigung hat nicht die volle Chemie, damit als Linksverteidiger auch nicht so stark. Linkes Mittelfeld Rutledge, das ist alles nicht so krass. Von daher habe ich gedacht, vielleicht funktioniert das ja auch, die rechte Mittelfeld-Silberkarte von Sunderland, nicht so stark. Allerdings startet das Ganze mit einem Übermut von Lord Bender, abgesehen mit beiden Beinen rein. Zum Glück gibt es dafür nur eine Verbannung. Die Chancen gab es zunächst auf meiner Seite. Hier versucht es natürlich wieder der Lord, der seinen Fehler versucht gut zu machen. Auf der anderen Seite Loiremi mal mit einem Versuch, das Ganze abgewehrt von unserer starken Defensive. Die klatscht sich hier auch gegenseitig noch ab. Sehr, sehr gut verteidigt. Und die anschließende Ecke ist dann natürlich gar kein Problem für Ron-Robert Zieler, wie wir ja gleich sehen werden. Und zwar kommt jetzt der Schuss aus der Defensive von Ryan Mason, beziehungsweise aus der zweiten Reihe von Ryan Mason, aber Zieler ist dann da. Weiter geht's über Pierre-Michel Lasogga, der mit dem klugen Ball in die Mitte auf Lord Bender, der frei vorm Tor und der macht das 1:0. Nachspielzeit der Arsenalzeit und wir führen erstmals in dieser Partie durch natürlich den Lord. Was für eine Frage. Da sind Müller und Kostic mit die ersten Gratulanten. Das war stark gemacht von Lasogga, wie er den Ball rüberspielt und im Endeffekt keine große Sache für den Lord, den Ball an De Gea vorbei ins Tor reinzuhauen. Zweite Halbzeit, Jan Sommer mit einer Flanke in die Mitte. Da ist Lord Bender mit dem Kopf. Allerdings kann er den Ball nicht im Tor unterbringen. Sommer allgemein, ihr seht ihn hier, ja, macht eine gute Partie, der Mittelfeldspieler. Er stand ihm gut und er hat eine Freistoßchance aus 35 Metern nach knapp 60 Minuten und der Ball flattert ordentlich. De Gea ist mit der Hand dran. Wir sehen in der Wiederholung nochmal, wie das Ding gewackelt ist, wie ja so ein kleines Schwänzchen quasi, was er hinter sich hergezogen hat. Das sah schon gar nicht mal so unfresh aus. Schade, dass er ein bisschen so unplatziert war, aber trotzdem jetzt hier erstmal nach links, dann nach rechts, dann nach links und dann nochmal nach rechts. De Gea mit Problemen. So, wir gehen in der 76. Minute nochmal eine Chance und zwar über Lord Bendtner. Flacher Ball in die Mitte, Thomas Müller frei vom Tor. Die Großchancen werden nicht genutzt und ihr wisst, was passieren wird. Denn normalerweise wird man dafür bestraft in diesem Spiel. Remy aus der Distanz, Zieler stark, aber keiner reagiert so. Und Lukaku ist dann da und macht das 1:1. 84. Minute, das war die erste richtige Chance im zweiten Durchgang für meinen Gegner. Und der Belgier macht direkt mal die Bude, verletzt sich beim Torjubel. Allerdings hatte der noch nicht genug. Wir sehen in der Wiederholung, da waren Albonos und vor allem Papadopoulos überhaupt nicht auf der Spur oder auf der Höhe. Und es ging weiter. Eigentlich ist der Ball da schon weg. Ja, wir sind an der Eckfahne, da kann nicht mehr viel passieren. Aber wir kriegen irgendwie nochmal hin, dass der Ball zum Einwurf ins Aus geht. Salif Sané kriegt dann hier jetzt nochmal für irgendwas die gelbe Karte.
werden wir gleich nochmal sehen. Hier haben wir es. Und es gibt den anschließenden Einwurf, wie gerade gesagt. Auch der geht Richtung Eckfahren. Das ist Lukaku. Der steht da ganz gemütlich, setzt sich hier dann irgendwie durch, wurschtelt sich irgendwie durch. Wieder mal so ein typischer Impact Engine, ja, quasi Fehler. Und dann zieht er ab und macht tatsächlich das 2:1. 90. Minute. Wir liegen hinten und wir verlieren diese letzte Partie, in der wir irgendwas upgraden müssen, mit 2:1 durch die beiden späten Tore von Romelu Lukaku. Beide Male klare Defensivfehler. Kannst du dann im Endeffekt nichts mehr gegen machen. Der Schuss unhaltbar für Zieler. Und ja, die schlechtesten Spieler, beziehungsweise mit der schlechtesten Spieler, muss ja geupgradet werden. Und zwar einmal natürlich Kyrgios Papadopoulos 4,4 und Kostic 7,3. Das ist nicht so schön, aber die neuen Spieler sollen es besser machen. Das sind nämlich Fabian Scher und Franck Ribéry. Der linke Mittelfeldspieler, die absolute FIFA-Legende für mich, den habe ich schon immer geliebt, war immer relativ teuer und ich habe ihn jedes Jahr gespielt und auch dieses Mal ist er wieder dabei. Und Fabian Scher, ein sehr starker Infanter, den ich schon bei Basel gemocht habe. Die ersten beiden Versuche waren dann jeweils Spielerbrüche, hat nicht so funktioniert, aber danach ging es dann ein bisschen besser weiter und zwar gegen diesen Gegner, Silberteam, Silber-Brasilianer. Und ich kann euch schon mal versprechen, das wird eine richtig interessante und richtig, ja, torreiche und spannende Partie. Und zwar die letzte in dieser kompletten Serie mit unserem legendären Team. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und die hat es gleich mal in sich, denn das ist der Gegner, direkt mal mit Fernandinho über die linke Außenbahn. Er zieht in die Mitte, macht das da an sich ganz stark. Geht noch weiter. Ball kommt dann zu Wellington Silva und Zieler. Mit einem klasse Reflex lenkt er den Ball hier über die Latte. Es ging weiter auf der anderen Seite. Balleroberung hier von Müller und Bendtner in Kombination. Ball auf Pierre-Michel Lasogga und der direkt mit dem 1:0. Hälfte Spielminute, erste Chance der Partie. Und der Hamburger Bär, der Fettsack, macht das 1:0 für uns. Ich mag ihn nicht, ihr wisst Bescheid. Und Fett, ja, das müssten sogar die HSV-Fans zugeben, ist er auf jeden Fall. Dann hier der Ausgleichstreffer. Das war gut durchgewurschtelt, mal wieder dank der Impact Engine. Und Fernandinho macht dann den entscheidenden, ja, Fuß nochmal dazwischen. Auf der anderen Seite die nächste Chance. Lord Bendtner ist das hier über die Außenbahn. Der zieht in die Mitte, der zieht ab, abgewehrt und da ist Jan Sommer im Hintergrund. 2:1. Das gibt's ja gar nicht. Der Jan macht das Tor, das 2:1. Richtig souverän eingenetzt da von unserem stärksten rechten Mittelfeldspieler der Welt, die Nummer 7. Ja, mit der souveränen Abschlussqualität. Es ging weiter mit Franck Ribéry mit einem Freistoß. Versucht der erstmal abgewehrt. Auf Bendtner kommt dann nochmal die Albonos, war's. Aber Albonos mit rechts lassen wir besser sein und springen in die nächste Szene. Und das ist Rafinha über die rechte Außenbahn. Die Flanke in die Mitte und der Kopfball von Lord Bendtner knapp am Tor vorbei. Da waren ja knapp die Hälfte der Partie vorbei. Es ging auf der anderen Seite weiter mit Fernandinho, der hat gerade schon das Tor gemacht und jetzt macht er das hier. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Diese Schusstechnik, ich habe sie noch nie gesehen in ganz FIFA 16, FIFA 15, FIFA 14, okay, aber FIFA 16. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Vor allem so total unglücklich. Ohne jeglichen Sinn, aber gut, im Endeffekt ist es das Tor. Auf der anderen Seite mussten wir wieder zurückkommen. Jan Sommer mit dem wunderbaren Pass auf Bendtner. Direkte Antwort Bendtner auf Thomas Müller und 3:2. So schnell kann es dann gehen. Immer noch vor der Halbzeit. Und im Endeffekt hat der beste rechte Mittelfeldspieler der Welt das Tor eingeleitet. Grüße hier an dieser Stelle natürlich an den Bernayer. Und Bendtner dann mit dem Pass in die Mitte auf Thomas Müller. Und der macht den eisekalt rein. Gar keine Frage. Ich habe natürlich auch so ein Bendtner-Trikot gerade an. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich habe es tatsächlich an. Und möchte natürlich damit meinen Lord unterstützen, der hier die nächste Chance mit dem Lupfer. Erstmal abgewehrt Müller nochmal. Nochmal der Lord mit dem Kopfball in die Mitte. Da ist dann Lasogga nochmal abgefälscht. Müller nochmal abgefälscht. Und da ist schon wieder Jan Sommer. Doppelpack für unseren rechten Mittelfeldspieler. Was für ein Spiel für ihn. Der Schweizer Nationalkeeper, der heute auf seiner angestammten Position spielt, macht 2 Tore in einer Partie und die waren beide gar nicht mal so schlecht. Beweist Stürmerqualitäten, ganz, ganz schwach da natürlich vom Keeper und im Endeffekt gar kein Problem, diesen Ball einzuschieben. Schöner Schussversuch hier von Müller nochmal aus der Drehung und dann ist Jan Sommer da und grätscht den souverän rein. Wir führen 4:2, aber es wäre viel zu einfach, wenn das Spiel schon durch wäre. Ribéry hier auf der Außenbahn mit ein paar Skillmoves, wunderbarer. Ja, McGillis geht in den 16, aber dann, haben mich irgendwie so die Ideen verlassen und dementsprechend verlieren wir den Ball. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal die Chance und es wird natürlich mal wieder, ja, souverän über Luan und er macht das Tor. Es steht also 4:3, er kommt wieder ran, nicht der Ausgleichstreffer, aber immerhin ja quasi der Anschlusstreffer. Aber natürlich lassen wir uns nicht auf uns sitzen. Letzte quasi Aktion der Partie, nochmal der Ball auf Lasogga und der haut den rein, wieder mit Hilfe des Keepers, der keinen guten Tag erwischt hat. Und es steht 5:3 nach 78 Minuten, quasi die Entscheidung in dieser Partie. Eine Szene haben wir dann noch auf der anderen Seite, nochmal für unseren Gegner, nochmal die Chance zum Anschlusstreffer, aber Zieler mit einer klasse Tat verhindert diesen und dann war es das von dieser Partie. Wir gewinnen also die letzte Episode, beziehungsweise das abschließende Spiel dieser Serie mit 5:3 waren es im Endeffekt, 6:3 hätten es sein müssen, aber egal, wir gewinnen trotzdem. Und das ist doch schön, denn somit haben wir einen positiven Abschluss. Jan Sommer hat das Spiel seines Lebens gemacht, würde ich behaupten. Der Lord hat, glaube ich, auch getroffen.
Oder war es Lasogga-Doppelt? Das war, glaube ich, Lasogga-Doppelt. Dann gab es noch den Jan Sommer-Doppelt. Und ich glaube, wer hat noch getroffen? Ich weiß es nicht. War es Thomas Müller? War es der Lord? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir genug Treffer gehabt in dieser Episode. Und damit natürlich nochmal gute Bewertung. Müller, Man of the Match. Vorne Bendtner und Lasogga mit guten Bewertungen. Natürlich Jan Sommer mit einer 9,1. Auch richtig weit vorne mit dabei. Das war es jetzt von dieser Episode und damit verbunden auch von dieser Serie. Ich hoffe, die letzte Episode hat euch nochmal gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne Privatnachrichten bei Facebook oder hier in die Kommentare mit Serienvorschlägen. Von mir aus auch bei Instagram Privatnachrichten. Wie ihr wollt, könnt ihr alles von mir aus tun. Ich bin gespannt, was da so für Vorschläge bei rumkommen. Ich werde mir natürlich selber auch das Hirn zermartern, was ich da als nächstes bringen kann. Aber ich denke mal trotzdem, diese Serie war an sich von der Idee und von der Umsetzung her ganz gut gelungen. Wenn es euch tatsächlich nochmal gefallen hat, lasst ihn doch mal oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.